So, da sind wir wieder und wir sind schon bei 76%. Okay, wir haben auch schon 15 Stunden gespielt. Oder habe ich da das Spiel irgendwann mal laufen lassen? Na gut, weiter am Text. Spiel laden. Und wir wollten. Wo war das? Da, wo diese ganz vielen Säureblubs auf dem Boden waren. Das müsste. Hier links? Nein, hier war der Garten. Und hier? Nee, nicht hier, sondern in dem daneben. Genau hier. Hier sind die verrückten Wissenschaftler. Und hier irgendwo wird das gewesen sein. Aber wir müssen ja gar nicht mal direkt dahin gehen. Wir können ja einfach alles hier aufdecken. Vor allem auch die Tür, da waren wir bestimmt schon drin. Ach so, das waren diese komischen Türen, wo man in so einen langen Gang kommt und dann noch einen langen Gang und noch so eine Tür und noch einen langen Gang und noch eine Tür und ja. Stirb. Ja, du mich auch. So, verreck am Gift. Was? 47er Ticks? Oh, ja, richtig schick. So. Komisches Krabbelding kommt. Keine Leitern hoch, ne? Gut. So. Gas die Ecke hier. Sind schon auf 70% Lebenspunkte runter. Ting, ting, ting. 6 Emeralds von einem Drop. Also ja, das wird immer, immer mehr, was an Loot kommt. Wir brauchen das ganze Geld gar nicht. Glaube ich zumindest. Außer es kommen gleich irgendwelche Überhändler, die richtig, richtig teures Zeug haben. Oh. Ein Besen in der Ecke. Quecksilber. Sehr schön. Irgendwelche Secrets? Ah. Trank der großen Heilung. Ja, das wäre auch schon recht praktisch. Heiltränke und nicht immer tonnenweise grüne Essenzen zu kaufen. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwann gibt es bestimmt auch einen größeren Heilzauber. Wäre ein bisschen komisch, wenn nicht. Oh. Goldene Essenz brauchen wir nicht. Ich merke halt, es macht gar nicht mehr so viel Unterschied aus, ob wir auf harte Ziele schlagen oder weiche. Also ganz am Anfang war es ja wichtig, ob wir Schwert benutzen oder Keule. Inzwischen ist es eigentlich nicht mehr ganz so wichtig wie vorher. Das heißt, wir hätten auch bei dieser Neugeburt quasi alles auf eine Karte setzen können. Und nur Keule skillen zum Beispiel. Aber ja, hätte, wenn und aber. Alles nur Gelaber. Ah. Na gut, wir müssen eh hier nach links und da weiter gucken. Ting. Nö. Zwischendurch mal eine. Wollen wir die Topfpflanze rausholen? Ich bin nicht so wirklich motiviert, die Topfpflanze rauszuholen, weil die stirbt doch eh nur wieder. Au. Apropos sterben. Also ich glaube, ein so ein Strahl hält sie nicht mal aus. Das ist echt. Nee. Vielleicht kann man ja irgendwie die Haustiere leveln. Oder ausrüsten. Das wird ein wenig mehr Sinn machen. Oh. 161. Tick. Sehr geil. So, da hinten ist der verrückte Wissenschaftler. Hier ist die goldene Box. Da müsste hier unten der Raum gewesen sein, oder? Sieht nicht ganz so aus. Kaputt. Aber ja, den Raum hier müssen wir ausleuchten. Oh, und da unten ist doch ganz viel Schleim. Moment mal, der Schleim war eben noch nicht da, als ich geguckt habe. Kann es sein, dass der erst gekommen ist, als der Wissenschaftler da runtergegangen ist? Das wäre cool. Oh. Warum kannst du uns von hier anschießen, du?
So, du stirb. Heilung. Wie machen wir das gleich? Einfach einfach runterspringen, den Professor hauen. Also ja, wir werden auf jeden Fall getroffen werden von den Schleimblobs, aber solange wir nicht instant sterben, sind wir eine Weile unverwundbar. Ja, komm, das machen wir mal. Hops. Au, 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 au. Au, die stecken, au, die stecken. Weg, 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 weg. Ja. Okay. Nicht so schön. Und wir haben ihn nicht mehr umbringen können, kann das sein? Ich glaube schon. Was sagt unsere Rüstung eigentlich? 90% Schaden. Und das Schwert hat mal gar nichts gebracht. Jetzt mit einer Keule auf Schleimblubs einschlagen. Ich weiß ja nicht, wie viel Sinn das macht. Hier sind wir falsch. Wir müssen jetzt echt wieder nach oben, dann nach links und dann nach unten. Aber ja, sowas, was man werfen könnte, wäre noch ganz schick. Also indirekt wie eine Granate oder Bombe oder Molotow-Cocktail. Hey, Moment, wir sind total an Seite. Okay. Müssen wir ja doch nicht oben bei diesem Würfel rum. Ja, nee, nee, so nicht, mein Junge. Wir ignorieren nicht einfach. Und hoch. So, erstmal dich töten, du bist wichtiger. Dann dich. Dann heilen. Wir brauchen nur einmal. Zauber kann man nicht abbrechen, ha? Huh? So. Rolle des Strahlenschutzes. Scheint doch langsam wichtiger zu werden hier. Arcana Schock? Nein. Strahlen. Ausleuchtung, Hitzeaura, Nahkampfschutz. Arcanimmunität. Wo zur Hölle sind die? Ah, da. Strahlenimmunität. Komm mal dahin. Schnelltaste zuordnen. 6. Hitzeaura. Schnelltaste zuordnen. 7. Weil gerade unten bei den Schleimen zum Beispiel kann das bestimmt recht praktisch sein. Mit der Hitzeaura. Auch wenn wir da gar nicht mehr hin müssen, oder? Nö, müssen wir nicht. Aber das muss doch irgendwas Besonderes sein, wenn da so viele sind. Komm, Hitzeaura an. So. Und einfach die Treppe nehmen. Okay. Es ist doch noch ziemlich wichtig, mit was man zuhaut. Mit dem Schwert ging das gerade gar nicht. So. Wie lange hält das noch? 20%? Ja, ausgewählt. Alle tot. Zack, zack, zack. Und dich auch noch. So, ganz viele gelbe Essenzen. Hier ist aber nichts mehr zum Anklicken. Hm? Nö. Das war echt Zeitverschwendung. Aber na gut. Hätte ja was sein können. Da vielleicht? Nö. Das heißt, wir müssen jetzt so runter. Oh, hier sind ganz schön viele von diesen kleinen Casting-Dingern. Ist da gerade so eine Tesla-Spule? Kann ich benutzen? Au! Also ich meinte das Ding da, das wollte ich benutzen, aber hat nicht so ganz geklappt. So, dann halt so. Gib mir ein Ziel. Warum? Ich kann irgendwie die da hinten nicht als Ziel auswählen. Ist das, weil es da dunkel ist? Hätte ja was, aber... Hm, okay, Keule raus, runter. So. Mal gucken, was es da schönes Zeug in dem Shop gibt. Wie gesagt, eine große Heilung wäre toll. Neue Waffen wären immer toll. Gehst du auf? Achso, du bist jetzt nur eine Verbindung von da nach da. Oh, sehr praktisch.
Dummit. Kein Secret und rein. So, ein Waffenhändler und eine spirituellen irgendwas. Kaufen Waffen. Bastardschwert. 280 Schaden. Zusätzlicher Schaden mit Arcanem. Nö. Kriegshammer. 280. Was für Rüstung hast du? Eine azurisolierte Rüstung. Äh, 75, 300. Was vergleichen wir noch gleich mal? Ja, unsere macht viel mehr gegen Nahkampfangriffe. Aber halt gar nichts gegen Strahlen. Müssen wir jetzt nachher die Rüstung immer wechseln, je nachdem, in welchem Gebiet wir sind? Also mit Strahlen klingt schon mal sehr praktisch. Aber wir haben keine 12 Punkte in... Wir haben 12 Punkte in Rüstung. Brauchen wir mehr als 12? Nö. Und du, Nahkampfangriff für 250. Das ist auch besser als unsere normale Rüstung. Das heißt, wir nehmen die bronzene Rüstung auch noch mit. Das heißt, die Bronze ziehen wir normal an und die azur isolierende, wenn wir gegen diese Strahlenviecher kämpfen. Ja, klingt gut. Bogen. Haben wir noch Pfeile? Ja. Waffen. 280 sind die. Unsere sind 256 und 244. Aber haben halt ganz nette Boni. Ich glaube, die behalte ich erstmal. Das heißt, das Ding kann weg. Und dich rüsten wir mal aus. Tada! Was hast du Schönes? Giftreduktion, Verbündetenheilung. Heilt alle Kreaturen, zum Beispiel Haustiere. Die Haustiere sind instant tot. Bei den meisten Zaubern, da bringt mir so eine Heilung nichts. Ja, Teleportation zu den Laboratorien. Nö. Das ist direkt neben so einem Tor. Metallumwandlung. Eingesetzt gegen metallene Gegner. Verwandelt sich in etwas des Metalls in Münzen. Das ist ja übel. Heilender Verstand. Nein. Das sind hier fast alles Veränderungszauber. Und mental. Vielleicht muss ich ja zu dem grünen Gebiet zurückgehen. Und da so eine spirituelle Händlerin aufsuchen. Und da gibt es ja den besseren Heilzauber. Das wird jedenfalls Sinn machen. Oh. Ringe. Schwertern und Bögen. Streitkolben. Streitkolben und Äxte. Max Gesundheit. 5. Wie viel ist denn 5? 5 ist... gar nichts. Nicht mal 1%. Ja, nee. Was für Ringe haben wir gerade sonst so? Zusätzlicher Schaden mit Bögen kann weg. Das ist nur plus 5. Das kann auch weg. Schutz gegen Schatten, nee. Max Gesundheit 20. Das ist schon mal besser. Das bleibt. Mit Pferdern plus 5 kann weg. Dolchen, Schwertern, Äxten 10 kann auch weg. Chance auf kritischen Nahkampftreffer. Der kann mal bleiben. Und Schutz gegen Feuer und Frost 5. Nö, die Rüstung machen wesentlich mehr. Kann das also auch weg. Wie heißt das? Wir können jetzt 6 Ringe kaufen. Es waren noch 8, die wir tragen können, ne? Ja. 6 Ringe kaufen, die irgendwas machen, was wir auch wirklich brauchen. Also zum Beispiel... Schwerter und Streitkolben plus 10. Das wären dann 60 extra Schaden. Ah, schon mal ordentlich. Das ist nicht so toll. Nicht so toll. Nicht so toll. Nö. Das wären echt unsere Dinge hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wo sind die? Alle hier oben. Unser Schlagring des Paladins. So. Du kannst keine weiteren. Achso. Ja. Wegstecken, 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 ausrüsten. Ein Doppelklick geht das nicht, ja? Okay.